Jesus liebt diese Spannungen, denen wir auch heute im Evangelium begegnen. Auf der einen Seite die Schriftgelehrten, die er karikiert geradezu mit ihren Ansprüchen, ihren Gewohnheiten, ihrem Ansehen, ihrer Scheinheiligkeit. Und dann die einzelne kleine Witwe. Reich und arm. Scheinheilig und echt. Dieses Evangelium und diese Spannungen, die uns hier entgegenkommen, liebe Schwestern und Brüder, haben verschiedene Notausgänge. Notausgänge sind zum Beispiel ein Notausgang. Ja, so war das damals. Schrecklich. Diese grauenvollen Schriftgelehrten und diese arme Witwe. Das ist ein Notausgang für uns. Ein weiterer Notausgang wäre, und darüber muss man schon besser nachdenken, wir können das eins zu eins auf die jetzige Situation übertragen. Kirchliche Würdenträger sitzen in der Regel immer in der ersten Reihe, haben in der Kirche die vordersten Plätze und gehen gerne in langen Gewändern. Und manchmal stimmt es, was Jesus hier wörtlich ausdrückt, sie fressen die Häuser der Witwen auf, so heißt das hier wörtlich. Sie fressen die Häuser der Witwen. Das heißt, sie schauen aus, gibt es irgendwo was, fällt was ab? Dann ist man ein guter Pastor, so sagt man landläufig, wenn man das kann. Seine eigene Begabung offenbar. Es gab zwar damals noch keine Witwenrente, die gibt es heute, von daher hat sich ein wenig etwas geändert. Aber ich sage auch hier deutlich, so berechtigt die aufscheinende Kritik ist am Status quo, auch der Kirche. Es ist ein Notausgang. Das heißt, vor dem Eigentlichen des Evangeliums können wir uns auch hier drücken. Und ein weiterer Notausgang, ein dritter, den ich überhaupt gar nicht empfehlen kann, ist die neuere Auslegung dieses Evangeliums, die da sagt, Jesus kritisiert die Ausbeutung dieser armen Witwe. Sie hat das vollkommen falsch verstanden. Dieses religiöse System ist typisch, es beutet die Armen nur noch mehr aus. Ich suche vergeblich im Evangelium auch nur den Hauch einer Kritik aus dem Mund Jesu. Im Gegenteil. Jesus bewundert diese Witwe. Er ruft extra seine Jünger herbei und hebt das hervor. Wie können wir also dieses Evangelium verstehen? Wie können wir es auf uns beziehen? Ich fand heute Morgen in einer großen Sonntagszeitung einen interessanten Kommentar, wenn man so will, der wohl anschließt an die Gesetzgebung der letzten Woche, als unser Parlament, der Bundestag, debattiert hat über Sterbehilfe, über Lebensgrenzen. Das haben Sie vielleicht ein bisschen verfolgt. Und das passt ja irgendwie auch zum November ganz gut. Und dieser Journalist beschreibt das Schicksal seines Vaters, der am Ende ganz dement war und starb. Und nach der Überschrift, die heißt »Mein Vater«, heißt der Untertitel, die bürgerlichen Wünsche und Werte bieten viel, aber nicht die Antwort auf Armut und Not, Krankheit, Sterben und den Tod. Dieser Autor deklariert sich nicht als christlich und es ist auch keine Kirchenzeitung, in der das steht. Aber der Text ist vom ersten bis zum letzten Buchstaben, und das fand ich das erste Interessante, geradezu biblisch durchdrängt, indem er immer wieder diesen Satz aus dem Deuteronomium wiederholt, mein Vater war ein heimatloser Aramäer. Mein Vater war ein heimatloser Aramäer, das ist ein Teil des Glaubensbekenntnisses Israels. Es tut mir weh, so schreibt er, wie er gestorben ist, in diesem Elend, in dieser Auflösung und dem, was mir als Verworfenheit erscheint, so möchte ich nicht sterben. Und dann kommt etwas heraus, was uns alle prägt, was sozusagen zum Kennzeichen westlicher Gesellschaften geworden ist und was diese Gesellschaften, so marode sie sein mögen, für viele, etwa auch für die vielen Flüchtlinge, die in unser Land aufbrechen, so attraktiv macht.
Das ist das Stichwort Autonomie. Man ist sein eigener Herr. Man kann selber bestimmen, was geschieht, wie ich mein Leben gestalte, was immer ich tue. Und so schreibt es dieser Journalist: Autonomie ist der Leitstern für die meisten Menschen in der westlichen Gesellschaft. Autonomie ist das gelobte Land. Und dieses Stichwort ist in der Bundestagsdebatte immer wieder gefallen und ist auch mit dem Abstimmungsergebnis, auch wenn unsere Bischöfe sagen, das ist ein sehr gutes Ergebnis, vielleicht in dem Sinn, was überhaupt in unserer Gesellschaft noch erreichbar ist. Autonomie ist das gelobte Land. Laut Deuteronomium 26,11 soll ich dort fröhlich sein und mich freuen über all das Gute, das mir der Herr und meiner Familie gegeben hat. Bloß leider liegt dieses gelobte Land auch auf einem Stein im All und die Sterblichkeitsrate beträgt 100%. 100%. Wenn man tot ist, kann man sich nichts mehr vormachen. Mein Vater war ein heimatloser Aramäer. Ich will es nicht vergessen. Nicht vergessen, dass Autonomie und Selbstbestimmung nicht einfach Stärke sind, sondern dass sie Stärke voraussetzen. Wenn man arm ist, heimatlos oder sonst wie hilfsbedürftig, wenn man alt und schwach wird oder schwer krank, wenn es ans Sterben geht, dann taugen die bürgerlichen Wert- und Lebensorientierungen nicht mehr. Besitz, Stabilität, Erfolg und auch Selbstbestimmung verblassen. Und am Ende wischt der Tod ihre Schemen einfach weg. Deshalb kann die Autonomie auch nicht der maßgebliche Wert sein, wenn man über Sterben diskutiert. Und dieser Artikel endet: Mein Vater war ein heimatloser Aramäer. Bald werde auch ich einer sein. Ich werde sein, was ich war, gehen, wie ich kam. Ich werde hungrig sein und man wird mir zu essen geben. Ich werde durstig sein und man wird mir zu trinken geben. Ich werde fremd und obdachlos sein und man wird mich aufnehmen. Ich werde nackt sein und gekleidet werden. Ich werde krank sein und besucht werden. Ich werde im Gefängnis sein und ihr seid zu mir gekommen. Mein Vater war ein heimatloser Aramäer. Was, liebe Schwestern und Brüder, hat dieser nachdenklich machende Text mit unserem Evangelium zu tun? Ich denke, nicht nur sehr viel, sondern alles. Jesus beobachtet diese Witwe. Sie geht zum Tempel. Sie nimmt Gott als Patron in Anspruch. Denn die Heilige Schrift ist voll davon. In der ersten Lesung ist das heute angeklungen. Gott kümmert sich vorrangig, und wir haben das auch im Antwortpsalm gehört, um die Witwen und die Waisen, denn sie haben niemand. Es gibt keine Rente, keine Versorgung, nichts. Sie haben nur Gott. Das hat sich im Christentum lange erhalten. Es gab in den frühen Gemeinden geradezu Witweninstitute. Inzwischen entdeckt die Kirche das wieder. Man kann so etwas wie eine Segnung oder eine Weihe als Witwe empfangen. Warum? Weil deren Gebete besonders erhört werden. Weil sie haben einen direkten Draht zu Gott. Das ist die Grundüberzeugung. Gott erhört sie. Und man hat diese Witwen geradezu in den frühchristlichen Gemeinden angestellt, damit sie beten. Eine wunderbare Sache. Man fragt sich, warum die Kirche das jahrhundertelang vergessen kann. Sagt viel aus über den Stellenwert des Gebetes bei uns. Das Besondere an dieser Witwe ist, Witwen werden am Tempel versorgt. Sie können zum Tempel gehen und bekommen eine Unterstützung. Aber unsere Witwe hier im Evangelium, und das macht Jesus, er weist uns auf dieses Erstaunliche hin, diese Witwe will nichts haben. Sie bringt sogar etwas. Kann man sich das vorstellen? Sie hat eigentlich nichts. Zwei kleine Münzen. Das ist alles, was sie hat. Und das gibt sie. Sie kommt nicht, um Nahrung zu fragen oder Geld, Unterstützung zu erbitten. Nein, sie bringt. Und damit
liefert sie sich einem Bettlerdasein erneut aus. Sie hat gar nichts mehr. Sie gibt, wie Jesus sagt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Sie hat überhaupt gar nichts mehr. Reiner Bettler. Und das ist es, worauf es Jesus ankommt. Denn Jesus macht es genauso. Jesus ist keinem Beruf nachgegangen. Jesus hat keine Einkünfte. Klar, Jesus lässt sich aushalten von reichen, begüterten Damen, die ihm hinterhergehen. Der Evangelist Lukas besonders betont das. Aber das ist keineswegs gesichert. Jesus sagt unangenehme Dinge. Dann knirscht es zuweilen. Aber dem liefert Jesus sich aus. Auch in seinem Unverheiratetsein. Letztendlich ist das ein Hinweis, diese Witwe und die Existenz Jesu und wozu er die Jünger ruft und letztendlich wir, die wir uns Christen nennen, dass der Mensch als Ganzes vor Gott nichts anderes ist als ein Bettler. Von wegen Autonomie, von wegen ich bestimme selber, ich habe alles in der Hand. Das Lebensende und das Schicksal so vieler, manchmal erleben sie das in ihrer eigenen Familie, wie das Leben entgleitet, wie das nicht mehr selbstbestimmt sein kann. Manchmal kann man das hören, wenn man einen Besuch macht. Was war das für ein Mann oder was war das für eine Frau? Was hat sie alles geleistet? Und jetzt? Jetzt ist sie oder er immer noch ein Mensch, dem alle Würde zukommt. Nichts von dem ist verloren. Er ist nicht weniger Mensch, er oder sie. Und wir werden nicht weniger Mensch sein. Wir sind das vor Gott, was wir immer sind. Egal wie erfolgreich oder wie reich. Letzten Endes im Ganzen Bettler vor Gott. In seiner ganzen Verkündigung, liebe Schwestern und Brüder, macht Jesus uns darauf aufmerksam. Dahin will er uns führen. Bildet euch nicht dieses oder jenes ein, sondern empfangt jeden Tag neu, wie ein Bettler, die Gaben von Gott. Ob wir diese Haltung lernen, ob wir das lernen können in unserer, wenn man so will, verseuchten Mentalität, in der es nur aufs Haben ankommt. Mein Gott, wie blasen wir uns manchmal auf mit dem, was wir haben und was wir schaffen und was wir machen und wie toll wir doch sind. Und am Ende stehen wir ohne alles da. Vielleicht denken wir gleich daran, wenn wir das Lied zur Gabenbereitung singen. Ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr. Vielleicht nehmen wir diesen Liedvers und diesen Satz mit, weil er gut das Evangelium heute zusammenfasst. Ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr. Alles, was ich habe oder bin, kommt von dir. Das ist kein Grund zur Depression. Es ist ein Grund zu tiefer Dankbarkeit und eine Motivation, in den Spuren Jesu zu gehen und sich dieser kleinen, armen Witwe zu erinnern, damals im Tempel von Jerusalem.